Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer unter 16 Jahren geeignet. Dr. Doogie Howser, stimmt. Na dann, Sir. Ich bin Dr. Harold Johnson. Erzählen Sie mir doch mal, was Ihr Problem ist. Okay, also sehen Sie, ich bin in einer Zeitschleife gefangen und ich glaube, das ist nicht normal. Okay. Haben Sie Kopfschmerzen oder Migräne? Quake übrigens, hier, richtig geil. Ich glaube, das sind die Transformers, müssten das sein. Und den Kopf kenne ich auch irgendwo her. Woher weiß ich aber gerade gar nicht. Nee, weiß ich gerade gar nicht, wo das ist. Na gut, okay. Dann, ja, Kopfschmerzen habe ich nur. Nur wenn man mir auf den Kopf schlägt. Nur ja, wenn gut. Man mir auf den Kopf schlägt. Und passiert das häufiger? Ehrlich gesagt, öfter als mir lieb ist. Aber meistens habe ich es auch verdient, also. Verstehe. Na gut. Haben Sie jüngst große Veränderungen in Ihrem Leben gehabt? Sie wollen mich verführen. Nein. Gut. Okay, fangen wir mit einem einfachen Rorschach-Test an. Ich kenne den menschlichen Geist sehr gut, Dr. Howser. Ich bin ein Profi, also nehmen Sie diesen Test bitte ernst. Ich werde Ihnen jetzt einige Bilder zeigen und ich möchte, dass Sie mir sagen, was Sie darauf sehen. Okay, ich sehe Carl Winslow. Ich habe Ihnen noch kein Bild gezeigt. Oh, jetzt habe ich verstanden. Tut mir leid. Nehmen Sie das hier bitte ernst. Was sehen Sie hier? Haben Sie die gemalt? Nein. Woher wissen Sie dann, was Sie wirklich darstellen? So funktioniert dieser Test nicht, Dr. Howser. Aber konzentrieren wir uns auf Ihr Problem. Und was ist mein Problem? Nun, das weiß ich noch nicht. Deswegen machen wir den Test. Aber wir können damit nicht anfangen, wenn Sie mich ständig unterbrechen. Wie gesagt, ich werde Ihnen nun ein paar Bilder zeigen. Super. Das gefällt mir. Was sehen Sie denn auf diesem Bild? Ja. Ja. Ich sehe nichts, ich bin blind. Ich sehe nichts, ich bin blind. Sie müssen das hier schon ernst nehmen, Dr. Howser. Na gut. Zack, einer geschnappt. Schön, versuchen wir es nochmal mit demselben Bild. Warum auch immer. Was sehen Sie? Ja, was ist das? Piratenschiff der Murmeltier-Crew? Nee. Ein brennendes Stepptänzer? Nee. Sieht aus wie ein zermatschter Schmetterling, oder? Ja, doch. Ein zermatschten Schmetterling. Ein zermatschten Schmetterling. Sehr interessant. Großartig. Sieht aus, als würden wir Fortschritte machen. Was ist mit dem hier? Was sehen Sie? Hey, das ist Batman! Batman! Hier! Da sind Hunde und sie spielen Poker. So, Zeitmaschine, zermatschte Schmetterlinge. Ja, nehmen wir die Schmetterlinge? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Zermatschte Schmetterlinge, es sind immer zermatschte Schmetterlinge. Das hängt davon ab, wer die Bilder betrachtet. Okay, dann bin ich wohl der Typ für zermatschte Schmetterlinge. Zur Kenntnis genommen. Machen wir weiter. Was sehen Sie hier? Nun gut, was ist mit diesem hier? Was sehen Sie? Ein Zugunglück? Die Bundeslade? Ein Tintenfleck ist auch geil. Empire State Building. Nein, das ist... Sieht... Puh. Tja, was ist das, ne? Das ist ein Zugunglück. Zugunglück. Sind Sie sicher? Ja, ziemlich. Ich erkenne ein Zugunglück, wenn ich eins sehe. Sie meinen, das ist Ihre Entscheidung. Ich hoffe, das ist kein Minispiel und ich muss die Wir richtigen Antworten geben. Wir haben hier einen richtigen Lauf. Sagen Sie, Dr. Howser, was ist mit diesem hier? Hey!
Das ist ein Sturmtruppler, würde ich mal sagen. Gibt's hier gar nicht. Mano. Alles sammelte Schmetterlinge. Ja, alles dann würde ich doch nur sagen, dass... Sehen Sie das nicht? Ich sagte Ihnen schon, das hängt ganz allein vom Betrachter ab. Das ist ein Stormtrooper. Sehen, sieht jemand anders vielleicht ein brennendes Flugzeug? Und keiner von Ihnen beiden läge falsch oder richtig. Versteht? 100%. Aber ich versichere Ihnen, es ist ein Sammelschmetterling. Sehr schön, sehr schön. Machen wir weiter. Sehen Sie sich dieses Bild an. Was sehen Sie, Dr. Hauser? Ich sehe einen Psychiater, der ein Bild von einem Psychiater hält, der ein Bild... Dieser hat Affen im Anzug. Pixel. Große, fette Pixel. Wie geil, ey. Wie oft im Monat werden Sie eigentlich von Tierschützern verklagt? Weil hier haben wir noch so einen zermatschten Schmetterling und so langsam fühle ich mich dabei nicht mehr wohl. Hören Sie mal zu. Wir misshandeln hier keine Schmetterlinge. Tatsächlich ist das hier nur ein Bild. Vielleicht sieht es für Sie wirklich wie ein zermatschter Schmetterling aus, aber es ist nur ein Klecks. Bitte nehmen Sie sich das nicht zu sehr zu Herzen. Okay, ich versuch's, aber ich bin einfach ein bisschen besorgt, Doktor. Ich bin ein überzeugter Schmetterlingsliebhaber, wissen Sie? Ich bin von Ihnen fasziniert, seit ich ein Kind war. Ich habe ganze Nachmittage damit verbracht, sie zu fangen. Dann habe ich sie mit nach Hause genommen und ihnen die Flügel ausgerissen und sie dann mit einem Feuerzeug und einer Menge Plastikfolie ausgestopft. Sie müssen also verstehen, das ist ein sehr persönliches Problem. Das sind erste Anzeichen von Mordgedanken. Okay. Mordgedanken? Meinen Sie nicht, das ist etwas extrem ausgedrückt? Okay. Sehen Sie, ich wollte Sie nur etwas beeindrucken. Ich habe nie Schmetterlinge misshandelt. Das war alles Matt. Ich habe nur zugesehen. Ich habe nie darüber geredet. Ich habe immer nur da gestanden und zugesehen, wie er immer neue Opfer in sein Museum des Horrors gebracht hat. Oh mein Gott, all die verstörenden Bilder von Tod und Trauer. Die verfolgen mich immer noch in meinen Träumen. Manchmal, nachts, kann ich die Schmetterlinge immer noch schreien hören. Wissen Sie, es macht mich ein wenig an. Genug! Boah, der Typ ist so krank, ey. Können wir noch was machen? Nö. Schön. Versuchen wir es nochmal mit demselben Bild. Was sehen Sie? Okay. Dann will ich mal sagen, Pixel. Große, fette Pixel. Wirklich? Soll ich etwas zurücktreten, damit Sie das Bild besser sehen können? Nein. Ich mag Pixel, wissen Sie? Ich bin ein 80er-Junge. Dann reihe ich mal Pixel ein. Ich bitte darum. Gut. Große, fette Pixel. Okay, das reicht. Ich habe mir genug von Ihren Wahnvorstellungen angehört. Das ist nicht mein Job, verdammt! Also eigentlich ist es genau das, Doc. Mir egal. Der Test ist vorbei. Sie leiden an einer schweren Form von Kleptomanie. Basiert diese Diagnose auf meinen Antworten? Nein, die basiert auf der Tatsache, dass ich gesehen habe, wie Sie heimlich eine meiner Karten gestohlen haben, als ich mir Notizen gemacht habe. Das ist übrigens bemerkenswert dämlich, denn diese Karten sind dafür da, um sie mitzunehmen. Dachten Sie wirklich, ich würde das nicht merken? Ich bin doch genau hier, Herrgott! Egal. Ich glaube, hier passiert eines von zwei Szenarien. Entweder führen Sie mich aus irgendeinem Grund an der Nase herum, oder Sie sind ein absoluter Schwachkopf. In beiden Fällen muss ich Sie darauf hinweisen, dass ich die entsprechenden Behörden verständigen werde, sollten Sie je wieder meine Praxis betreten. Ich habe nichts davon verstanden, aber plötzlich fühle ich mich hier nicht mehr willkommen. Ja, gut, dann machen wir doch mal... Ein geschockter Patient kann ich dem irgendwann... Auf keinen Fall! Der wacht sonst auf, wenn ich ihm eine klebe. Da hast du natürlich recht. So, ich mache mal einen neuen Termin aus, ne? Verzeihung, ich bin gerade sehr... Klar. Na, okay. Gut. Ja. Was uns das jetzt gebracht hat? Keine Ahnung. Weil, dass wir ein Kleptomane sind, das wussten wir auch schon vorher. Dr. Johnsons Visitenkarte. Fühlt sich gut an und wirkt hochwertig. Ja, natürlich. Herr Dr. Johnson, das ist auch ein richtiger... Ist schon ein guter Psychologe auch. Ne? Ist
ist schon einer, der macht keine halben Sachen, würde ich mal sagen. Ja, würde ich mal sagen, fahren wir mal zu Clayton's Cave. Vielleicht ist da noch irgendwas Neues passiert. Und ansonsten fahren wir nachher wieder zur Sci-Fi-Con. Vielleicht ist da noch irgendwie wieder was. Wir haben jetzt auch T-Shirts. Vielleicht können wir die da verteilen oder so. Mal schauen. So. Guten Tag. Wir gehen natürlich unseren Standardeingang hier. Die alte sieht gar nicht mehr so scheiße aus. Was ist denn los mit der? Liegt's an mir oder wird Elaine mit zunehmendem Alter immer besser, so wie guter Wein? Hallo. Hey Elaine, wie läuft's? Ach, weißt ja, immer beschäftigt. Hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber in der Sekunde, in der ich dich heute gesehen habe, dachte ich mir, ich rede mal etwas mit Elaine. Du weißt, dass ich echt gern mit dir rede, aber du hast mich gerade in einem ungünstigen Moment erwischt. Ach komm schon, Elaine. Was ist mit der nervigen Kellnerin passiert, die ich so schätze? Die immer mit mir reden wollte. Weiß auch nicht. Du weißt es nicht? Was ist denn das für eine Antwort? Was soll ich denn sagen? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Echt jetzt, Randall? Du sagst die ganze Zeit furchtbare Dinge zu mir und das ohne besonderen Anlass. Aber das ist doch nur Spaß und ich habe dich den ganzen Tag noch nicht beleidigt, oder? Tatsächlich siehst du besser aus als je zuvor. Danke, Randall. Aber heute möchte ich irgendwie wirklich nicht mit dir reden. Okay, ist ja gut. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Naja, wir sehen uns. Finde ich mega geil. Lass dich mal weitermachen, Elaine. Wo sie hässlich war, wollte sie was von ihm. Und jetzt, wo sie besser aussieht, will er es, aber sie blockt ihn einfach ab. Das finde ich stark. Oh, hier ist Kreide. Wie kann man mit ihm? Pater Roy's Kreide. Ihm die wegzunehmen, wäre so schwierig, wie einen Mogwai zum Fasten zu bringen. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Okay, dann Pater Roy. Es sollte wohl klar geworden sein, dass Pater Roy nicht der Gesprächigste ist. Ach, können wir da hinten Billarddinger nehmen? Ich glaube nicht, dass ich das hin... Okay. Ach stimmt, die weiße Kugel haben wir ja auch nicht mehr, ne? Mist, ey. Aber ich will die Kreide. Warum auch immer, aber ich will sie. Ah, lieber nicht. Okay. Lieber nicht, lieber nicht. Können wir irgendwie hier oben bei den Toiletten was machen? So ein Kondomautomat oder so? Da muss man Münzen... Ich nehme die Dann nimmst du die mit? Na gut. Ja, alles klar. Dann... Notausgang. Ab zur Straße, ab zur U-Bahn. Und dann fahren wir jetzt einfach mal zur Sci-Fi-Con. Gucken wir mal, ob da vielleicht irgendwas passiert ist. Ja, vielleicht können wir da ja unsere T-Shirts verteilen, die wir jetzt neu bekommen haben. Und dann mal schauen. So. Gehen wir mal hier rein. Kann ich nicht hier dem Mail... Kann ich dem davon nicht vielleicht... Sowas will doch keiner. Oh, klar. Und hier den Nerds. Hier. Hey, wenn das nicht der letzte Sohn Kryptons ist. Der einzig wahre. Hier, ein gratis Shirt für dich, Kryptonia. Nicht so eilig, Freund. Was steht da drauf? Da steht drauf, ich war auf der Sci-Fi-Con und bin nicht mal Jungfrau. Astrein. Damit werden die Leute endlich nicht mehr denken, dass ich nur ein dummer Nerd bin. Das kannst du nicht sagen, während du dieses Kostüm trägst, Alter. Das geht einfach nicht. Keine Sorge, das ziehe ich zu dem Swamp Thing-Kostüm an. Großartige Idee, das ändert alles. Hier ist dein Shirt. Metropolis Kid dankt dir, mein Freund. Was kann ich als Gegenleistung für dich tun? Naja, ich habe ein wenig Angst vor dem, was du tun könntest, ehrlich gesagt. Keine Sorge, Mann. Willst du vielleicht ein schönes Paar Nunchakus? Ja. Seit wann benutzt der Mann aus Stahl der Nunchakus? Willst du sie oder nicht? Ja, ich will sie. Na dann, hier, bitte. Oh, aber das ist doch nur eine scheiß Angel. So sehen halt die Nunchakus auf Krypton aus, okay? Naja, wie auch immer, Kumpel. Danke und jetzt hau ab. Ja, er hat uns genutzt, würde ich sagen. Ich glaube immer noch nicht, dass das Nunchakus sind. Ich glaub's auch ehrlich gesagt nicht.
Okay, so was will hier Hotdog. Okay, der Hotdog-Verkäufer will es anscheinend auch nicht. Aber hier. Hey Gordon, Freeman. Willst du dich nicht für immer an den Tag erinnern, an dem du hergekommen bist und dich zum Idioten gemacht hast? Wenn ja, brauchst du dringend eins von diesen Shirts. Was, du magst sie nicht? Komm schon, die sind echt lustig. Okay, verstehe schon. Dr. Freeman spricht nicht. Was? Nein, nein, ich war nur in Gedanken. Oh, geil. Worüber hast du denn nachgedacht? Ich habe versucht, die ungefähre Anzahl der Leute zu berechnen, die die Scheiße aus mir rausprügeln würden, wenn ich jemals so ein Shirt anhätte. Ich fürchte, das Risiko wäre es nicht wert. Echt? Du gehst doch mit diesem Kostüm schon ein hohes Grundrisiko ein. Ja, so ist das halt. Aber mit dem Shirt benutzen sie dann vielleicht auch Messer. Das Risiko gehe ich nicht ein. Macht Sinn. Da hat er natürlich recht. Hat er gut überlegt, der Dr. Freeman. So was will... Okay, Mortimer will es anscheinend auch nicht. Will ist der Anti-Establishment-Nerd. Wie geht's, Travis? Willst du eins von diesen coolen T-Shirts? Wer ist Travis? Wer ist Travis? Lass mich raten. Das ist ein Taxi-Driver-Kostüm, oder? Natürlich. Ich hab niemals den Film gesehen, aber das Outfit gefällt mir. Mit dir werde ich nie wieder reden. Und ein Shirt kriegst du jetzt auch nicht. Aber ich... Du bist Abschaum. Auf Nimmerwiedersehen.